Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat sich heute auf den sozialen Ausgleich für die hohen Energiepreise verständigt. Wichtigster Punkt ist die Einführung einer Entfernungspauschale. Sie soll die bisherige Kilometerpauschale ersetzen. Vom nächsten Jahr an kann jeder Berufspendler pro Kilometer auf dem Weg zur Arbeit 80 Pfennig von der Steuer absetzen, unabhängig davon, wie er dorthin kommt. Außerdem einigte sich die Koalition darauf, Einkommensschwachen noch im Herbst einen Heizkostenzuschuss zu zahlen. Die Opposition kritisierte die Entlastungen als unzureichend. Sie forderte erneut ein Aussetzen der Ökosteuer. Es war ein langer Weg zum Kompromiss und es war nicht leicht, die SPD-Truppen zusammenzuhalten. Doch das Ziel, an der Ökosteuer festzuhalten, sorgte schließlich für Solidarität. Die Ölkonzerne, so Schröder, hätten einen Rückzug nur zu weiteren Preiserhöhungen genutzt. Überraschend war der Zeitpunkt der Verkündung, die Lösung bei den Ausgleichsmaßnahmen für den Straßenverkehr aber war erwartet worden. Die Kilometergeldpauschale wird in eine Entfernungspauschale umgewandelt und gleichzeitig von 70 auf 80 Pfennig erhöht. Geringverdiener werden außerdem bei den Heizkosten entlastet und erhalten einen Zuschuss von 5 Mark pro Quadratmeter. Das alles kostet knapp 3 Milliarden Mark, von denen Hans Eichel einen Gutteil bei den Ländern einsammeln will. Das ganze Paket soll zu keiner Neuverschuldung des Bundes führen. Die Grünen hätten gerne noch mehr schlecht verdienende Gruppen entlastet, sehen den Kompromiss aber als ökologischen Erfolg. Das, was Grüne gefordert haben, war ja, dass es endlich Chancengleichheit gibt für Bus, Schiene, Fahrrad und Autos. Das wird nun hergestellt und wird einen entsprechenden Lenkungseffekt haben. Der Bundeskanzler, heute zum obersten Laubenpieper Berlins gekürt, als Anwalt des kleinen Mannes, ein Image, das der Union nicht passt. Die Autofahrer, aber auch die Spediteure, die Rentner, Studenten, alle, die keine Entlastung bekommen über die herabsubventionierten Sozialversicherungsbeiträge, werden durch das, was heute da verkündet worden ist, nicht entlastet. Die Union fordert weiterhin die Aussetzung der nächsten Stufe der Ökosteuer. Doch Hans Eichel denkt schon daran, wie er die Länder jetzt überzeugen wird, ihren Teil an den Entlastungskosten zu übernehmen. Einige SPD-Ministerpräsidenten, so Eichel, hätten bereits Zustimmung signalisiert. Auch der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Henkel, hat erneut ein Aussetzen der Ökosteuer gefordert. Dies sei konsequenter, als über immer weitere Ausnahmen zu diskutieren, sagte Henkel heute. Er wäre dann bereit, mit der Bundesregierung über andere Modelle einer Umweltabgabe zu reden. Nach seiner Ansicht könnte ein dritter Mehrwertsteuersatz auf energieintensive Produkte die am wenigsten schädliche Lösung sein. Auch auf der Konferenz der Agrarminister in Regensburg waren die Treibstoffpreise ein Thema. Bundeslandwirtschaftsminister Funke forderte vergleichbare Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Europäischen Union. Die Landwirtschaftsminister der Länder wollen im Bundesrat gemeinsam beantragen, den Steuersatz für Agrardiesel von 57 auf 47 Pfennig zu senken. Die unionsgeführten Länder verlangen für Agrardiesel einen Steuersatz von nur 11 Pfennigen pro Liter, wie bereits in Frankreich geplant. Die CDU macht außerdem in Hessen mit einer Unterschriftenaktion gegen die Ökosteuer mobil. Ministerpräsident Koch trug sich in Wiesbaden in eine Protestliste ein. Unter dem Motto "Weg mit dieser K.O.-Steuer" will die Union an mehr als 40 Infoständen in ganz Hessen Stimmen gegen die rot-grüne Energiepolitik sammeln. Vertreter von SPD und Grünen kritisierten, das Ganze solle nur vom Schwarzgeldskandal der Landes-CDU ablenken. Die weltweit wichtigsten Notenbanken haben heute ein Signal gegen die anhaltende Euro-Schwäche gesetzt. In einer gemeinsamen Aktion intervenierten die Europäische Zentralbank sowie die Notenbanken der USA und Japans mit Stützungskäufen auf den Devisenmärkten. Der Euro-Kurs erholte sich daraufhin sprunghaft. Begründet wurde das Eingreifen mit den Auswirkungen eines schwachen Euro auf die Weltwirtschaft. Die deutliche Intervention zugunsten des Euro, für die Devisenhändler war sie eine Überraschung. Und sie staunten nicht schlecht, weil sogar die Amerikaner Dollar aus eigenen Beständen gegen Euro tauschten. Doch auch in den USA gibt es inzwischen die Befürchtung, der schwache Euro könne zur Konjunkturbremse werden.
Insbesondere betroffen sind amerikanische Unternehmen, die einen Hauptumsatz hier im europäischen Markt erzielen, sodass letztendlich die Gefahr einer konjunkturellen Abschwächung in den Vereinigten Staaten als zu groß erachtet worden ist, sodass jetzt auch die amerikanische Notenbank ein Interesse daran hat, den Dollar etwas schwächer zu sehen und den Euro etwas stärker dafür. An der New Yorker Technologiebörse Nasdaq ist die Aktie des Chip-Herstellers Intel heute deutlich abgesackt, weil Intel Umsatzprognosen wegen schlechter Nachfrage in Europa nach unten korrigieren musste. Die Europäische Zentralbank begründet ihr Eingreifen deshalb auch mit möglichen Gefahren für die Weltwirtschaft infolge der Euro-Schwäche. In Bankenkreisen wird die Aktion gelobt und in Prag gibt sich Hans Eichel vor dem Treffen der G7-Finanzminister zufrieden. Das zeigt ja, dass es ernst gemeint war, dass wir gesagt haben, wir wollen einen starken Euro, einen, der die Wirtschaftskraft Europas widerspiegelt, und die Wirtschaftskraft ist enorm. Eine Trendwende zum starken Euro sehen die Devisenhändler aber noch nicht. Sie warten jetzt darauf, ob sich die Dänen in einer Volksabstimmung am kommenden Donnerstag für die Gemeinschaftswährung entscheiden. Der Euro stieg nach der Intervention auf einen Referenzkurs von 88,90 €. Damit kostete der Dollar nur noch 2,20 Mark, fast 10 Pfennig weniger als gestern. Zwischenzeitlich war der Euro sogar auf über 90 Cent geklettert. Profitiert hat auch der deutsche Aktienindex DAX. Er lag am Abend im Plus bei 6.719 Punkten. Der neue Marktindex NIMAX 50 dagegen notierte mit 5.243 Zählern schwächer. Nach zweijähriger Pause wird es möglicherweise bereits in den nächsten 3 Monaten in Deutschland wieder Atommülltransporte geben. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat noch für dieses Jahr 8 Transporte mit abgebrannten Brennelementen in die französische Wiederaufbereitungsanlage La Hague genehmigt. Atomkraftgegner kündigten für diesen Fall Proteste an. Sie werden vielleicht schon diesen Herbst wieder rollen, die Atommülltransporte von Deutschland nach Frankreich bis hierhin in die Wiederaufbereitungsanlage La Hague. 8 können es sein in diesem Jahr, beladen mit den Brennelementen aus den Kraftwerken Philippsburg, Biblis und Stade. Sicherheitsauflagen erfüllt, so das Bundesamt für Strahlenschutz, nachdem im Mai 98 der Transport ausgesetzt worden war. Da war aufgeflogen, dass die Energieversorger verschwiegen hatten, dass die Strahlengrenzwerte an den Außenwänden der Transportbehälter erheblich überschritten wurden. Durch strenge neue Auflagen habe ich sichergestellt, dass die Strahlenschutzgrenzwerte eingehalten werden. Insbesondere durch 3 Maßnahmen. Erstens durch Verhinderung, dass überhaupt Strahlenpartikel an die Behälter herankommen können. Zweitens durch die entsprechenden Reinigungsvorgaben, sowohl beim Beladen wie Entladen. Und letztendlich, was sehr wichtig ist, die lückenlose Dokumentation und Verpflichtung der Weitergabe von Informationen durch die Betreiber. Erleichterung bei denen, vor allem im baden-württembergischen Philippsburg. Hier drohte das Abschalten, die Abklingbecken voll. Ein Brennelementewechsel im nächsten Frühjahr wäre ohne einen Abtransport der abgebrannten Brennstäbe nicht mehr möglich, meldete das Unternehmen. Wenn machbar, soll noch im Oktober der erste Transport rollen. Einen heißen Herbst haben Umweltschutzverbände angekündigt. Demonstrationen und Sitzblockaden wie vor 2 Jahren beim Castor-Transport in deutsche Zwischenlager. Der letzte DDR-Innenminister Distel hat im Rechtsstreit mit dem Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen Gauck einen Teilerfolg errungen. Distel darf Gauck zunächst weiter als Begünstigten der Staatssicherheit bezeichnen. Das Landgericht Rostock hob in einem Eilverfahren eine einstweilige Verfügung dagegen auf. Das Recht auf freie Meinungsäußerung sei höher zu bewerten als der Persönlichkeitsschutz Gaucks. Distel hatte Gauck vorgehalten, seine Söhne hätten vor der Wende mit Hilfe der Stasi in den Westen reisen dürfen. Das Hauptverfahren in dem Rechtsstreit steht noch aus. Deutschland will 18.000 Soldaten für die geplante Krisenreaktionstruppe der Europäischen Union zur Verfügung stellen. Das kündigte Verteidigungsminister Scharping vor Beratungen mit seinen EU-Kollegen in Écouen bei Paris an. Die Bundeswehr könne sich an allen Bereichen der Truppe, von Sanitätseinheiten bis hin zu Kampfverbänden, beteiligen. Endgültig festgelegt werden die militärischen Beiträge der Mitgliedstaaten im November. 2003 soll die 60.000 Mann starke Krisenreaktionstruppe einsetzbar sein. Gegen den Terror der baskischen Untergrundorganisation ETA haben in Barcelona mehr als 100.000 Menschen demonstriert. Mit einem Schweigemarsch gedachten sie des gestern erschossenen konservativen Stadtrats Casado. Die ETA bekannte sich jetzt zu 5 Bombenanschlägen der vergangenen Wochen, allerdings nicht zum Mordfall Casado.
Seit 1968 hat die ETA bei ihrem Kampf für ein unabhängiges Baskenland etwa 800 Menschen getötet. In Iran ist eine neue Version der Shahab-Mittelstreckenrakete getestet worden. Das staatliche Fernsehen zeigte den Start. Die Rakete hat eine Reichweite von 1300 Kilometern und könnte Ziele in Israel und Saudi-Arabien erreichen. Offiziell hieß es, sie sei für den Satellitentransport entwickelt worden und diene ausschließlich friedlichen Zwecken. Die USA dagegen sehen den Test als Teil eines militärischen Programms. Ein Vertreter des Außenministeriums in Washington sprach von einer ernsten Bedrohung. In den Überschwemmungsgebieten in Südostasien zeichnet sich noch keine Entspannung ab. Mehrere hundert Menschen sind bereits in den Fluten ums Leben gekommen. Hunderttausende wurden obdachlos und sind auf der Flucht vor den Wassermassen. In einigen Regionen konnten erstmals seit Tagen wieder Hilfsgüter verteilt werden. In den Küstengebieten Thailands, Kambodschas und Vietnams wächst die Furcht vor weiteren Überflutungen. Seit Tagen donnern die Schlammfluten des Mekong durch die zerborstenen Deiche im Grenzgebiet zwischen Kambodscha und Vietnam. Das Hochwasser bedroht in Südostasien inzwischen über 4 Millionen Menschen. Rund 500.000 Häuser sind bereits in den Fluten versunken. Eine Fläche, doppelt so groß wie die Bundesrepublik, hat sich in gigantische Binnenseen verwandelt. Hunderttausende wurden bisher evakuiert, sie haben alles verloren. Jetzt droht ihnen Hunger. Allein in Vietnam sind 500.000 Tonnen ungeschälter Reis vernichtet worden. Und an den Anbau für die nächste Ernte in 3 Monaten ist nicht zu denken. Internationale Hilfsorganisationen haben zu Spenden aufgerufen. Der ungewöhnlich heftige und lange Monsunregen hat zwar nachgelassen, aber das Hochwasser wird bis Dezember bleiben. Gelbfieber und Cholera breiten sich aus. Die Menschen, von der Außenwelt abgeschnitten, trinken das Mekongwasser. Darin treiben Viehkadaver, es ist von Verseuchung bedroht. Die Vororte von Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas, stehen auch schon unter Wasser. Steigt der Mekong nur um wenige Zentimeter, wird auch die Millionenstadt von den Fluten überspült. Zum Auftakt der Leichtathletik-Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Sydney zeigten sich die Australier erneut sportbegeistert. Rund 220.000 Zuschauer waren im Laufe des ganzen Tages in das Olympiastadion geströmt. Die deutschen Sportler konnten heute erstmals kein Edelmetall gewinnen. Einer von ihnen muss bereits jetzt die Koffer packen. Dieter Baumann darf definitiv nicht mehr in Sydney antreten. Das internationale Sportgericht CAS hat Dieter Baumann endgültig von den Spielen ausgeschlossen. Auf einer Pressekonferenz akzeptierte Baumann diese Entscheidung. Auch bei den deutschen Schwimmern besserte die Stimmung sich heute nicht. Das beste Ergebnis, ein 5. Platz von Hannah Stockbauer über 800 Meter Freistil. Gold ging an die Amerikanerin Brooke Bennett. Jana Henke wurde hier ebenso 7. wie zuvor Antje Buschulte über 200 Meter Rücken und Thomas Rupprath in der 200 Meter Schmetterling-Entscheidung. Anthony Irwin und Gary Hall aus den USA haben seit heute etwas gemeinsam. Auf die 100. Sekunde genau zeitgleich gewannen beide Gold über 50 Meter Freistil. Bei den Leichtathleten begann der erste Tag mit einer harten Entscheidung. Der Mexikaner Bernardo Segura war zwar als erster im Ziel, wurde aber später disqualifiziert. Gold ging dadurch an den Polen Robert Korzeniowski. Für den Berliner Andreas Erm reichte es trotz einer guten Leistung nur zu Platz 5. Ein anderer Medaillenkandidat war tief enttäuscht. Kugelstoßer Oliver Sven Buda kam über 20,18 Meter nicht hinaus. Olympiasieger wurde der Finne Arsi Harju mit 21,29 Meter. Für Buda blieb nur Rang 8. Doch es gab auch Grund zu jubeln. Jörg Amann und Axel Hager schafften den größten Erfolg in der Geschichte des deutschen Beachvolleyballs. Sie besiegten das kanadische Duo Holden Lineman mit 15:6. Das Viertelfinale ist damit erreicht und zumindest Platz 5 sicher. Nach insgesamt 3 Dopingfällen ist die Mannschaft der bulgarischen Gewichtheber komplett von den Olympischen Spielen ausgeschlossen worden. Gleichzeitig wurden die Sportler für 1 Jahr von allen internationalen Wettkämpfen suspendiert. Um wieder zugelassen zu werden, muss Bulgarien zunächst ein detailliertes Anti-Doping-Programm vorlegen. Stundenlange Regenfälle haben in der vergangenen Nacht in Teilen Bayerns zu Überschwemmungen geführt. Zahlreiche Straßen und Keller standen am Morgen unter Wasser. Besonders betroffen waren Oberbayern und Schwaben. Die Lage hat sich mittlerweile zwar entspannt, allerdings wird wegen des abfließenden Hochwassers für morgen mit Pegelhöchstständen an der Donau gerechnet. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 23. September.
Morgens Nebel, mittags Sonne. Das Hoch über Nordosteuropa bleibt das gesamte Wochenende über an Ort und Stelle. Das bedeutet, zwischen Russland, Deutschland und Portugal wolkenarmes Wetter. Das Hoch ist kräftig genug, um Wolken, die vom Atlantik kommen, vor den Küsten Großbritanniens und Frankreichs zu stoppen. Wolkenreste über Bayern und Nordrhein-Westfalen bringen heute Nacht keine neuen Regen mehr. Nebel bildet sich vor allem am Bodensee und in den Donauniederungen. Im Laufe des Vormittags setzt sich die Sonne durch. Spätestens am Nachmittag scheint sie bundesweit. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Norden und Osten auch frisch aus Südost bis Ost. Der Ostwind dämpft die Temperaturen etwas. Heute Nacht im Südosten nur 4 Grad, auch am Tag ein deutliches Temperaturgefälle. In Rostock trotz Sonne nur 15 Grad, in Freiburg dagegen 22 Grad. Auch am Sonntag erst Nebel, dann viel Sonne. Ab Montag wird das Hoch schwächer. Wolken über dem Atlantik werden nicht mehr daran gehindert, über den Kontinent zu ziehen. Betroffen sind zunächst der Westen und Südwesten Deutschlands, im Nordosten weiterhin viel Sonne.